Hallo zusammen, wir haben von unserem Erdbeerhof, dem lokalen Erdbeerhof, ganz tolle Marmeladenerdbeeren bekommen. Das sind Erdbeeren, die man so nicht mehr gut verkaufen kann, weil sie eben mal so einen Ditscher abbekommen haben. Für Marmelade sind die aber super geeignet. Und deswegen wollen wir die auch heute gleich verarbeiten. Dazu stellen wir den Cookit auf Stufe 13 und lassen ihn bei 20 Sekunden die Erdbeeren zerkleinern. So, Erdbeeren rein. Deckel zu und los. So. Das sieht schon mal lecker aus. Noch wieder schnell mit einem Spatel die letzten Erdbeerstücke vom Rand runterschieben. So. Gelierzucker dazu. Deckel zu und das Ganze jetzt falsch. Ich bin aber auch doof. Ich muss ja das Universalmesser noch gegen den 3D-Rührer tauschen. So. Zum Glück geht das hier ganz schnell und problemlos. So. So, drin ist er. Deckel zu. Manuelles Kochen mit dem 3D-Rührer. Nehmen wir hier mal wieder 100 Grad, dann auf Stufe 4. So, und starten. Nach 5 Minuten geben wir wieder ein bisschen Zitronenwasser und diesmal auch Zitronenschale dazu. So, die ersten 5 Minuten sind wieder vorbei. Unsere Marmelade sieht bis jetzt so aus. Und jetzt kommt die Zitronenschale. Und ein bisschen Zitrone dazu. Das Ganze lassen wir jetzt für weitere 10 Minuten kochen. So, hier brechen wieder die letzten Sekunden an. Ich habe in der Zwischenzeit die Marmeladengläser in heißes Wasser gestellt, damit die Marmelade gleich umgefüllt werden kann. So.
Fertig ist sie schon. Und so sieht sie aus. Na, da ist ein bisschen Zitronenschale am 3D-Rührer kleben geblieben. So. Jetzt erstmal wieder der Geschmackstest. Mal sehen. So. So sieht sie aus. Und auch hier super lecker. Ich stelle jetzt die Gläser richtig hin, fülle die Marmelade um und zeige euch nachher nochmal das Ergebnis. Danke fürs Reinschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet.